Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farmers Dynasty. Ja, lang ist es her. Oder was heißt lang? Aber ein bisschen her, dass wir gespielt haben. Weil es auch in Bezug war auf vielleicht ein kommendes Update am 30. November. Das Update kam. Heute ist ja der 1. Dezember. Das heißt, die Adventszeit, Vorweihnachtszeit hat angefangen. Sprich, ab heute erstes Türchen aufmachen. Wer es noch nicht hat, sollte das tun. Es gab ein paar kleine Updates in Farmers Dynasty und deswegen schauen wir da mal rein. Unter anderem soll sich wohl auch etwas an den Pflügen ein bisschen verändert haben. Und das hier kann benutzt werden. Also sprich, es gibt jetzt einen Hund in dem Spiel. Die Situation, wie man zu dem Hund kommt, ist eigentlich eine ganz spannende. Denn wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, läuft der Hund auf der Karte rum. Man muss ihn quasi suchen und 4 Ingame-Tage in Folge füttern, damit er zutraulich wird. Das ist quasi ein Streuner. Und da würde ich auch als erstes mal gerne bei John vorbeischauen, ob es dafür Hundefutter gibt, ob es dafür irgendwas Spezielles gibt. Man will ihm ja auch nicht alles geben, ne? Und da laufen wir mal hin. Was es noch gab, ist, es gibt einen neuen Anhänger, da muss ich gerne mal reinschauen. Da will ich gerne mit euch nochmal zu den Shops gehen. Schön, Sie zu sehen! Lust zu haben. Klar. Gibt's da irgendwas? Oh. Grilled Sausage. Simply delicious. Dogs love it. Ich wusste es. Also gibt es eine, was noch nicht übersetzt wurde, eine Bratwurst. Und 4 Stück. Durch Zufall. Da kaufen wir natürlich auch mal 4 Stück von. Denn die wollen wir ja natürlich haben. Wenn wir den Hund begegnen, wollen wir natürlich die Dinger haben. So, den hier verkaufe ich. Zack, den habe ich in der Kiste gefunden gehabt, genauso wie die Dose. Die behalten wir, das haben wir zu essen. Passt also. So, jetzt werden wir mal schauen, dass... Da, guck mal. Das ist doch der Hund. Kommst du denn hier? Rex scheint dich lieb zu gewinnen. Ah, der heißt Rex, ach ist das süß. Ach, wie geil. Jetzt kann ich ingame am nächsten Tag wiederkommen und... Warte mal. Ja, oder einmal pro Realm? Nein, einmal pro ingame. Moment. Auch auf die Gefahr hin, dass ich vielleicht meine Mission, die noch läuft, ein bisschen durcheinander wirbel. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mir das... die Ernte ein bisschen verhunze, weil wir können aktuell ernten. Werde ich jetzt einfach mal einen Tag überspringen und gucken, ob ich ihn wieder füttern kann, weil im Moment ist er nah beim Haus. Und nah beim Haus bedeutet, ich komme an ihn ran. Da ist er. Wie geil. Ich springe nochmal schnell ins Bett. Das ist ja geil. Dann springen wir noch einen Tag. Das heißt, das Ganze macht man 4-mal. Es gibt 4 Würstchen. Das heißt, normalerweise. Aber das heißt ja, wenn ich ihn einmal gefunden habe, so wie das jetzt gerade aussieht, kommt er zum Hof, weil du ihn gefüttert hast. Und ja, ich weiß, ich habe die Tür aufgelassen. Rex! Oh ja, mein Kleiner. Oh ja, geil. Einmal noch. Oh, wie geil ist das denn? Darauf habe ich mich schon sehr lange gefreut, den Hund zu haben. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es auch ein bisschen dreist, von einem gewissen anderen Spiel, das Spiel hier so weit zu blocken, dass der Hund erst nach deren Release rauskommt. Finde ich eine gewisse kleine Frechheit, weil 2 verschiedene Spielprinzipien, aber gut. Muss jeder Spieleentwickler selbst für sich wissen, warum er so etwas tut. Bei einer schlechten Beta, die man nicht im Early Access bringt, ist es halt so. Da hinten läuft er. Komm mal her. Jo, Rexi. Jo, feiner. Ja, komm mal her. Bist du feiner? Rex scheint dich sehr zu mögen. Rex is now your best friend. Be sure to feed him regularly. He may change his mind if you starve him. Okay. Wir haben unseren Hund. Hey, du bist ja ganzer Feiner. Ganzer Feiner bist du. So. Jetzt wollte ich auf jeden Fall, was es noch gibt, ist die einzelnen Bezirke.
haben jetzt eine Markierung gekriegt, was jetzt welcher Bezirk ist. Ne, also hier Peaksville, ist das Players? Ja, Players Salute, Old Man's Hearth, The Old Mills, The Old Hills Mill, so rum. Ne, also die ganzen Ortschaften haben jetzt auch ein bisschen Benennung bekommen. Ne, hier oben Town of Redbeer, Newfields. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich habe aktuell auch noch nicht gefunden, dass es irgendwas Neues an Missionen gibt. Wir werden jetzt mal gucken. Wir werden jetzt mal die Händler abfahren, mal eben im Bus. Weil es gibt einen neuen Fliegelanhänger. Den würde ich gerne noch sehen, welcher das ist. Ich habe so eine Vermutung, aber das schauen wir mal. Ich werde jetzt erstmal gucken, ob ich hier Gerste bereit zum Ernten. Ernten und verkaufen. Das machen wir jetzt einfach mal. Das kostet 568 Euro. Ist, glaube ich, günstiger, wenn wir es selbst verkaufen, ne? Wenn wir es selbst ernten und verkaufen, ne? Aber Gerste, die haben wir irgendwo Weizen. Da, Weizen. Ernten und verkaufen, 1318 Euro. Wir machen das einfach mal. Nee, wir machen das doch. Doch. Du hast einen Helfer, Ernte des Feldes, Ertrag. Verkauft des Ertrages. Er fährt jetzt zum Feld. So, das Feld ist aber auch voll, ne? 99% gedüngt gepflügt, das ist nicht kultiviert. Ja. Egal. Das hauen wir auf jeden Fall raus. Was sagen denn unsere... Was sagen eigentlich unsere Gurken? Gewächshaus. Gepflanzt. Gepflanzt. Okay, noch nichts bereit. Ja gut, okay, das passt. Gut. Muss erstmal eben kurz wieder reinfuchsen, was wir wie wo gemacht haben. Meiner Meinung nach sind hier auch ein paar mehr Blumen jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, täuscht es? Ne, finde ich. Ein paar mehr Blumen. Ich muss meinen Drescher auch holen. Ihr wisst ja, wir haben ja aufgehört bei diesem einen Feld da. Da steht immer noch der Drescher. Den muss ich dann nochmal wegholen. Aber wir haben jetzt... Auf welches Feld? Auf das Feld. Hier haben wir jetzt einen Helfer geschickt. Ne, wo ist denn der? Der kommt, da hinten. Sieht ihn schon jemand? Da! Aber egal, da fährt er direkt zum Feld. Ja gut, der erntet und verkauft. Ich bin mal gespannt, ob er Strohablage macht, weil Weizen bringt ja nochmal Stroh. Und hier in-game habe ich noch nicht gesehen, dass man Stroh ausschalten konnte. Also mal schauen. Ah, da guck mal, da geht das Geld drauf. Also wir hatten 10.000 irgendwas. Mal gucken. So, auf jeden Fall, hier auf der Karte seht ihr jetzt, wo die Bushaltestellen sind, wo ihr hin könnt mit den einzelnen Gebieten. Das heißt, ihr müsst einfach nur noch... Das ist ein QR-Code. Wartet mal. Geht das? Nur mal ganz kurz testen. Ja, get ready. Ja. Nee, das ist ein Video. So. Geht das? In Browser öffnen. Wo kommen wir denn da hin? Farmers-Dynasty.com. Ja, ist ja cool, da kommt man direkt auf die Farmers Dynasty Seite. Ja, das ist cool. Also, wenn ihr Sachen über Farmers Dynasty erfahren wollt, dann rate ich euch, den QR-Code mit dem QR-Code-Scanner abzuscannen. Ja, geil. Gut, hätten wir das auch geklärt. Okay, werden wir mal gucken. Ich hoffe, dass das ein neuer Anhänger ist, weil ich möchte eigentlich meinen Krampe... Hätte ich gerne. Ich habe vorher nicht nachgeguckt. Ich weiß, wie er heißt. Hier ist nichts Neues. Und ich habe geguckt, was es heißt. Und ich denke mal, dass das auch ein... Da müssen wir hin. Und ich denke mal, dass das auch ein... Anhänger ist. Bin mir aber nicht 100% sicher. Schauen wir gerne mal rein. Da. Oh, der Helfer verdient aber ordentlich. Also ich glaube, trotz der Summe, die wir ausgegeben haben, lohnt es sich noch. Hä? Bin ich jetzt da? Lohnt es sich, den Helfer eingestellt zu haben. Nee. Da ist auch nichts Neues. Wir haben noch ein paar Händler. Zwei Stück haben wir noch. Einmal den hier
in Old und einmal den hier unten. Fahren wir mal zu dem nach unten, unter Lakeside. Das heißt da. Das ist immer jetzt schön mit den Linien. Man erkennt wenigstens, wo das Gebiet ist und kann dementsprechend die Haltestellen sich merken. Ich habe natürlich, ich bin vorher immer beigegangen und habe mich, hab mich daran orientiert, weil ich mich hier auskenne. Hallo, Fliegelbull. Ein Fliegelbull ASW 371. Dreiachser. Okay, hinten ein bisschen weit runtergezogen. 40er Zulassung. Preis. Kaufen für 10.000 plus 21.000. Habe ich nicht, ne? Also Sozialpunkte habe ich. Aber nicht 10. Aber ich bring meinen Krampe her. Aber wie viel kannst du denn laden? 32.000 Liter. Das ist doch genauso viel wie der Krampe, oder? Bin mir nicht sicher, aber zudem fahren wir mal hin und holen mal den Anhänger. Der brauche ich aber den Schlepper hier. Der hier noch rein zufällig diese Mission macht. Da muss ich mal ganz kurz gucken, dass wir den... Oder ich mache das... Nee, ich mache das zur nächsten Folge. Wir machen das jetzt hier fertig. Wir kaufen den Fliegel in der nächsten Folge. Ich will auch noch mal gucken, ob ich dem Hund jetzt wieder Würstchen kaufen kann. Weil wenn da steht, fütter den Hund regelmäßig, damit er halt bei dir bleibt, wäre es halt auch schön zu wissen, ob ich den weiterhin füttern kann, damit er wirklich bei mir bleibt. Weil da stand, fütter ihn. Also, dann gehe ich mal von aus. So, wir brauchen 22.000 Euro, um den Anhänger zu holen. Also, ich glaube nicht, dass die Mission alleine uns die Summe bringt. Wir haben da vorne noch die Strohballen, die wir verkaufen wollen. Die werde ich noch verkaufen zwischen den Folgen. Und wir haben selber noch Ackerland. Also ich würde ihn eigentlich gerne ohne Sozialpunkte kaufen. Also mache ich jetzt hier mal die Mission fertig. Dann können wir in der nächsten Folge das Ganze verkaufen und können... Oder wir können uns dann den Anhänger kaufen und werden dann ein Feld dreschen, sodass wir den noch nutzen können. Vielleicht eins der etwas größeren. Ich würde auch gerne wissen, mir wurde gesagt, das Pflügen sieht jetzt halt deutlich besser aus und da bin ich mal gespannt, was so ist. Ah, das mit dem Hund ist alleine schon geil, den finde ich gut. Was ich ein bisschen schade finde, und zwar für mich aus der Roleplay und auch aus dieser Dynastie-Sicht, dass der Hund schon einen Namen hat. Dass der Hund Rex als Name vorgegeben hat und man nicht sagen kann, hey, ich nenne ihn... Schröder. Als Beispiel. Das ist ein bisschen blöd. Aber gut. Rex ist Rex. Wobei Rex eigentlich ein Schäferhund ist. Und das ist kein Schäferhund. Das ist ein... Ach, gerade eben lag es mir auf der Zunge. Wie heißen denn diese Jagdhunde? Die haben einen speziellen Namen. Wenn ihr es wisst, haut es mal in die Kommentare. Es ist ein Jagdhund. Wie heißen die denn? Ach Mensch, ein Kumpel von mir hatte früher auch so einen. Die denn? Oder wie heißen die? Ich komme nicht drauf. Sorry. Wenn ihr es wisst, haut es mir in die Kommentare. Also ich möchte behaupten, dass er jetzt die Summe drin hat, die, also ab, dass wir ab jetzt mit dem Helfer, der da erntet, Gewinn machen. Möchte ich einfach mal so behaupten. Vorher war das ziemlich kosten... Also vorher haben wir investiert. Wir haben auch 1.400 Euro müssen wir natürlich jetzt rechnen vom Gewinn her, die uns fehlen. Die werden dann noch mehr bei der Summe, die rauskommt. Aber es ist halt eine feine Sache, ne? Ich kann jetzt hier die Mission machen und muss nicht rüber und muss nicht ernten und kann ihn erstmal ernten lassen. Fällt mir gerade auf, haben wir nicht noch ein Feld, was geerntet werden muss? Also welches Feld würde ich... Das hier würde ich gerne selbst ernten. Das ist Gerste, das ist auch nur einfach gedüngt. Kosten Helfer 900. Das ist zu 37% gedüngt. Ist das nur Erbsen? 800. Komm mal her, geh mal... Geht da ein Helfer rauf? Ja. Da noch ein Helfer rauf. Und es gehen drei Lupine. Da kann ich keine Hilfe. Kann ich nur zwei Ernter?
Okay, gut. Dann nur zwei. Schauen wir, was die beiden anrichten. Es hängt. Was ist jetzt los? Ist das Spiel jetzt gerade aufgehangen? Das wäre schlecht. Egal. Ich muss mal gucken. Vielleicht habe ich hier auch gerade nur einen kleinen Ladehänger. Liebe Lüt, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut, und sagt, bis zum nächsten Mal.